Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei den Sims 2. Hey, Chickawaddle, genau. Was habt ihr denn jetzt eigentlich alle hier so vor? Okay, macht ihr mal, ihr schafft das schon. Wir haben Sonntag mitten in der Nacht und ich habe da eben etwas entdeckt. Also ich muss wirklich ein bisschen aufpassen, ne? Dass ich hier mir nicht alles, ne, dass ich nicht alles zum Fenster rausschmeiße. Ich möchte für Paris ein neues Bett. Und zwar dieses. Das finde ich total schick mit der Bettwäsche. Jo, das will ich. Jetzt passen die doofen Läufer natürlich gar nicht, also überhaupt nicht mehr, ne? Der kommt mal ganz raus. Und der, wenn wir den mal hier verlegen noch, kommen wir hier runter. Nee, alles klar, und tschüss. Das ist ja mal ein cooles Bett. Huiuiuiuiuiui. Also wenn ihr das nicht gefällt, dann weiß ich auch nicht mehr. Jetzt passt zwar die lilane Farbe nicht mehr so gut, aber hey, was soll's. So, und dann lasst mich doch mal gucken. Was macht Grandpa? Der ist mit Paris im Keller. Und ja, genau, das ist nämlich das Problem. Ich habe das Gefühl, Grandpa, der langweilt sich ein bisschen. Ich meine, außer dass er jetzt Hunger hat, sie schon wieder das Klo putzt. Ich habe das Gefühl, der langweilt sich ein bisschen hier zwischen dem ganzen jungen Gemüse. Wisst ihr, was wir da machen? Da werden wir Abhilfe schaffen. Da habe ich mir doch schon was ausgedacht. Und zwar werden wir dafür sorgen, dass Grandpa vielleicht auch ein paar Kröten nach Hause bringt, ohne überhaupt das Haus verlassen zu müssen. Und deswegen bekommt Grandpa von uns den Quetsch aus Limonadenstadt. Es ist gerade Sommer und die Sonne scheint erbarmungslos vom Himmel herab. Haben deine Nachbarn tierischen Durst und schreien förmlich nach jemandem, der limonadige Fähigkeiten besitzt? Mit dem Quetsch aus Limonadenstand wirst du ihr ersehnter Retter. Herstellerfirma ist Ripco, der Spezialist auf dem Gebiet der Glückserfindungen. Oh, das gibt sogar einen Kochenpunkt. Ja, hier Opa. Ja, so ist das. Du musst jetzt hier ran, mein Freund. Jetzt ist der schon wieder am Klampfe spielen. Hier, Limonade machen und verkaufen. Ach, jetzt will sie das. Lachst du dich gerade tot oder musst du brechen? Wie sie alle ankommen. Ja, wartet's ab, Grandpa. Oh, Grandpa ist auf dem Weg. Ihr Hübschen, ihr zwei. Ja. Okay. Und der macht euch dann erstmal Limonade. Eng mit Grandpa, eng mit Lawrence. Ich glaube, mit Grandpa habe ich da die größeren Chancen. Und was wollte sie hier? Ach, Dr. Dre loben. Was macht der eigentlich? Ach, der pennt. Hatschukalatepa? Ja, ihr Süßen, ihr zwei. Guckt mal hier, Grandpa macht euch Limo. Mitten in der Nacht um 2:10. Könnt ihr gleich erstmal lecker, lecker hier. Ja, das schmeckt ganz gut. Oh, ey, du bist aber großzügig. Sag mal. So, Limonadenpreis festlegen. Durchschnittlich teuer. Sehr teuer. Unverschämt teuer. Durchschnittlich. Dann versuchen wir es erstmal vielleicht mit billig. So. Hier, frische, frische Limonade. Ach nee, Moment. Hier, frische, frische Limonade. Kommt, kauft meine selbstgepressten Zitronen mit Zuckerwasser. Hier, Limonade. Hier, ihr zwei. Kauft doch mal was. Limonade kaufen. Genau. Mach mal. Sonst pennt Opa hier ein. Ja, gib mir hier die Kohle. Ja. Hey, das bringt 14 Simoleons. Ich meine, hallo, haben oder nicht haben? Ja, Grandpa, so, jetzt bist du beschäftigt, ne? Die ganze Nacht.
Vielleicht kommen ja auch mal ein paar andere Menschen vorbei, sobald es dann wieder hell ist. Was können wir hier noch? Ach, aufräumen. Okay. Naja, bleib du mal da ein bisschen sitzen. So, Paris, geht's dir gut da? Das ist ganz hübsch, das Ding, ne? Ich möchte eigentlich schon noch mal irgendwann so ein bisschen hier wenigstens Garten haben. Ja, da müssen wir mal gucken. Jetzt sitzt Grandpa, ja. Paris geht wieder ans Schlagzeug. Okay. Cherry ist in ihrem Sarg. Das ist ja toll. Und wo gammelt Niki rum? Niki pennt. Was hast du denn jetzt schon wieder? Ja. Weißt du auch noch nicht so genau? Ich habe das Gefühl, ja, du bist ausgeschlafen, da nervt dich die Musik und du möchtest kratzen. Und irgendwie stinkt dein Katzenkörbchen schon wieder. Alter, was? Wäh, kann ich da nur sagen. Dr. Dre, ich sage nur, wäh. Wer hat denn jetzt gerade mal Zeit? Okay, der sitzt hier fest. Na gut, komm her, da kommt jetzt eh keiner. Dann mach mal hier sauber, bitte. Geh mal von deinem Limonadestand mal weg. Du bist eigentlich auch nur noch im Schlafanzug unterwegs. Kann das sein? Naja, okay, zur Uhrzeit passt's ja. Aufräumen. Ist ja witzig. Voll der Limo-Stand für Grandpa. Ja, dann mach das doch mal sauber. Dr. Dre können wir jetzt eigentlich auch gerade nichts beibringen, ne? Der hat ja gelernt, was er sollte. Der müsste doch dann eigentlich aufsteigen. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, ihr Süßen. Hier geht ja jetzt gerade nicht so viel mit euch, wa? Sie jammt da unten vor sich hin. Ich bin mal gespannt, was die Madame dann mal zu ihrem neuen Bett sagt. Wie sieht's denn eigentlich hier aus mit deinen Punkten? Das sieht richtig gut aus bei dir, weißt du das? Das sieht richtig gut aus bei dir. Bei dir sieht's nicht so gut aus. Du bräuchtest es eigentlich. Wer hätte das gedacht? Weißt du, was du machen könntest? Wo ist denn der Kater? Ja, der sitzt schon wieder auf der Theke. Das hat keinen Spaß. Okay, dann komm mal her, Paris. Mach mal bitte spielen. Ich fände es irgendwie schön, wenn es da noch mehr zu spielen gäbe. Als nur die paar Sachen. Und dann machen wir noch mal spazieren führen. Hör mal auf, da unten zu trommeln. Ihr beide geht jetzt mal Gassi. Ach, und da ist schon wieder. Ist schon wieder das Essen am Vergammeln. Wartet mal ganz kurz. Ich kann das echt nicht löschen, oder? Servierblätter löschen. Ja, toll. Ach Mann, ärgerlich. Na gut, dann eben nicht löschen. Was war das jetzt gerade? Fahrgemeinschaft? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ach so, hier für Niki. Ja, okay. Oh. Das sieht aber nicht gut aus. Das sieht aber nicht gut aus bei ihr. Wer macht jetzt hier schon wieder die Wanne kaputt? Ach, der Opa. Okay. Der hat zwar unten, aber na gut. Ja, ihr zwei hier, dann spielt ihr mal ein bisschen. Irgendwann ist der Finger ab. Da bin ich mir sicher. Das kann nicht mehr lange dauern. Warum mag der das nicht? Sei nicht so zickig, Dr. Dre. Spazieren führen. Das ist eine gute Idee. Geht ihr mal raus. Hier schnarchen alle. Sowas aber auch. Wir haben Sonntag. Ja, lasst mich mal gucken. Ja, ist ein bisschen doof, dass Niki dann schon wieder zur Arbeit muss. Naja, mal gucken. Schauen wir mal. Ich habe nämlich auch eine Kleinigkeit vorbereitet im Stadtpark Süd. Merke ich Süd. Und da wollte ich dann eigentlich mal hier hin mit so ein paar. Ja, es tut mir leid, Niki. Ne? Jetzt hast du nichts gegessen aus Klo, musst du auch bewundert werden von Grandpa. Ja.
Super. Sag mal, Grandpa, kennst du eigentlich nicht auch schon hier irgendwelche Leute? Wollen wir da mal gucken? Jetzt wird die Kleine da hinten auch schon wieder wach. Dun, 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 dun. Die muss aufs Klo, ne? Jojo. Jojo, die muss. Lass uns doch mal gucken, wer in deinem schlauen Buch steht. Oh, ist Ariana Fish, aber die will nichts von dir, ne? Ja, ist klar, Deborah Gordon. Und natürlich Ted Gordon, aber die sind ja nicht zu Hause. Naja, also besonders viele Leute kennst du ja nicht. Obwohl, du kannst ja mal versuchen, vielleicht kriegst du Ted ja ans Telefon. Ted hat kein Telefon. Du brauchst ein Telefon. Ja, das tut mir leid. Dann ist er vielleicht gerade auf hoher See oder ich habe keine Ahnung. Ja, das tut mir leid. Ja, wir könnten aber vielleicht trotzdem mal die Ariana versuchen. Mehr Leute kennst du ja noch gar nicht. Ach Gott, das ist aber echt dramatisch. Was machst du da, Dr. Dre? Sitzen. Na gut, das darfst du. Setz dich mal hin. Dich stört der Fernseher, ne? Oder jaulst du die Frau da an? Ach, Herr Jiminy. Man weiß es nicht. Du fühlst dich irgendwie immer gestört, habe ich das Gefühl. Oh, jetzt. Oh, nein, er guckt Fernsehen. Da spielt jemand Klavier, ne? Ist das spannend? Fernsehen, tatsächlich. Ich werd verrückt. Ja, dann guck du mal schön Fernsehen. Schade, dass du dabei nichts lernst. Grandpa, könntest du mal hier abspülen, wenn es dir nichts ausmacht? Und was mit dir? Ja, guck mich nicht an. Ich weiß es auch nicht, Kind. Was bist denn du schon wieder hier für einer? Pünktchen. Ach so, du warst doch schon mal da, ne? So, Grandpa, es ist 8 Uhr am Sonntag. Oh, ja, spielt ihr zweimal. Grandpa, guckst du mal, nein, du bist nicht Grandpa, aber du bist das Kind mit den Pickeln. Du könntest mal hier, mach doch mal. Setz dich mal hier an dein gekitzelt werden. Ja, es tut mir leid, dass ich immer zwischen eure Interaktionen dazwischen gerate. Du hast aber doch eben mit dem Kater gespielt. So, jetzt bleib mal da sitzen und Cherry. Weißt du, Kind? Kujo? Oh, Cherry, kauf was. Wie cool. Cherry, du hast da echt schon wieder einen fetten Pickel im Gesicht. Hier, das ist nur eine Umverteilung von Geldern. Das wisst ihr schon. Das geht ja alles aus der Gemeinschaftskasse, ne? Und kommt dann wieder in die Gemeinschaftskasse. Was liegt denn hier eigentlich rum? Weglegen lernen. Aha. Apropos, Jerry, hast du nicht noch Hausaufgaben hier irgendwo rumfliegen gehabt? Wo sind die denn jetzt schon wieder? Immer verschwinden hier die Hausaufgaben, das kann doch nicht sein. Mache ich da irgendwas falsch? Wie sieht's denn eigentlich aus bei dir in der Schule? Immer noch 2 plus, okay. Aber wo sind deine Hausaufgaben? Müssten die nicht hier irgendwo rumfliegen? Das gibt mir echt zu denken. Na gut, wo bist du denn? Du mit deinem blöden Ding. Hätte ich es dir bloß nicht gekauft. Jetzt hängst du dauernd da dran. Hör mal, dann ruf du doch mal jemanden an. Wir können doch mal jemanden einladen. Für dich, Kind. Kuschutti. Genau. Ja, Opa. Was ist hier? Kommt überhaupt kein Schwein, außer das Schwein auf deinem Tresen. Wo sind die ganzen Nachbarn? Naja, bleib noch mal ein bisschen da hocken. Vielleicht kommt ja noch mal jemand. Ja, die Mutti hat kein Telefon, der Papi hat kein Telefon, die können wir nicht anrufen. Die Jasmin, die war doch auch schon mal da. Wollen wir die mal anrufen, einladen? Vielleicht kommt die ja. Ich meine, es ist jetzt 9:30. Danke, ich werde versuchen, vorbeizukommen. Was soll das denn heißen? Ist versuchen? Ist das irgendwie eine größere Aktion? Hier, Kind, dann leg doch mal das Buch so lange. Ja, es tut mir leid, du bist zu langsam. Ich finde es schön, dass Dr. Dre sich auf unserem Küchentresen so wohl fühlt. Er ist ja schon süßer, ne? Ja, ist wie ein kleiner Fuchs.
Mit Jagdspielzeug spielen. Ja, aber ich glaube, deine Freundin ist gerade schon angekommen. Genau. Genau, die Jasmin. Müsst ihr das da hinten mal bitte einstellen? Hat die Jasmin eigentlich auch so dicke Pickel? Zeig dich mal, nö. Die sieht gut aus. Wir haben auch erst die Pickel, seitdem die uns das Zeug ins Gesicht geklatscht hat. Hi, Jasmin. Was können wir denn hier machen mit dir? Ah, da kommt der Putzservice. Wollt ihr mal was spielen vielleicht? Hi. Du, sei nicht so nett zu Grandpa, der toucht dir sonst an den Hintern. Ih, räum das mal auf. Ih, nee, du nicht. Du. Mal gucken. Moment. Kauft er jetzt was von der Plörre hier, von der Vergammelten? Tatsächlich. Ja, Mahlzeit, würde ich sagen, mein Freund. Na, schmeckt's dir? Mit Fleischeinlage? Wir räumen mal hier auf, Grandpa, bitte. Das ist ja ekelhaft. So, und dann mach bitte noch mal mehr Limonade. Genau.